Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Diese Woche wird es so richtig romantisch auf AIDA Perla. Wir gucken mal nach, was mit den Haaren eigentlich passiert sind, die unser Künstler neulich für krebskranke Kinder gespendet hat. Und DJ Ötzi wagt sich zum ersten Mal auf ein Schiff. Viel Spaß! Ich bin ja wirklich immer zu haben für große Gefühle und für Emotionen. Und wie toll ist es, wenn Menschen 30 Jahre zusammen sind. Karl-Heinz und Hannelore zum Beispiel. Und sie waren auf der Perla und ach, sehen Sie selber. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Ich bin gar nicht verheiratet. Ich lebe seit 30 Jahren in wilder Ehe. Sie leben seit 30 Jahren in wilder Ehe? Ist nicht der Ernst, oder? Fahren Sie seit 30 Jahren in wilder Ehe. Wo haben Sie sich kennengelernt? Beruflich. Sie haben sich beruflich kennengelernt? Ach, es war Ihr Chef und Sie waren die Sekretärin, oder was? Andersrum. Nein, ehrlich? Das ist die... Sie waren die Chefin? Nein, wir sind beide selbstständig gewesen. Sie sind beide selbstständig gewesen und haben sich so kennengelernt. So, alles klar. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Ist das Ihre erste Kreuzfahrt, die Sie machen? Nein, die weiß ich nicht, wie viele. Über 20 auf jeden. Über 20. Und alle mit der AIDA oder sind Sie auch mal überall? Einmal schon fremd gegangen. Sie sind aber auch fremd gegangen, ja. Aber das ist ja wurscht. Immer wieder. Und das Schöne ist, Sie kommen immer wieder zurück, ne? Ganz genau. So, jetzt stehen wir beide hier. Jetzt sagen Sie, Sie sind seit über 30 Jahren, sind seit über 30 Jahren mit Karl-Heinz zusammen. Das ist eine... Bitte was? Woher weißt du, dass der Karl-Heinz heißt? Das ist jetzt so eine Eingebung. Da ist es jetzt so eine total intuitive Eingebung. Das ist natürlich jetzt total verrückt. Und Sie haben gesagt, er holt was zu trinken. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Mann was zu trinken holt. Der ist verdammt lange weg, ne? Der ist verdammt lange weg. Und Sie haben den ganz doll lieb, ne? Ja, das stimmt. Und der hat auch Sie ganz doll lieb. Echt? Ja. Ich darf Ihnen nämlich jetzt mal eins sagen, liebe Hannelore. Hier kommt der Satz, auf den ich mich schon die ganze Reise freue. Bisato hat ihn immer nur eine Frau im deutschen Fernsehen gesagt. Aber ich bin der erste Mann, der es sagen darf, an Bord von AIDA Perla. Liebe Hannelore, hier kommt Karl-Heinz, Ihr Herzblatt. Hallo mein Schatz, ich glaube, du bist sprachlos. Und da nehme ich die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen. Du bist eine ungewöhnliche Frau und es bedarf auch eines ungewöhnlichen Antrages. Wir sind 30 Jahre leben wir zusammen, wir haben zusammen gebaut, wir haben eine Firma gegründet und auch bei Krankheit und wie auch immer, ich konnte mich immer auf dich verlassen. Und deswegen, ich kann zwar nicht niederknien wegen der neuen Hüfte, sonst hättest du Schwierigkeit, mich hochzukriegen, aber ich möchte dich fragen, willst du meine Frau werden? Sie hat ja gesagt! Meine Damen und Herren, der erste offizielle Heiratsantrag an Bord von AIDA Perla, Karl-Heinz und Hannelore. Nächstes Jahr ist ja wieder Fußball-WM und das wird auf den Schiffen immer ordentlich gefeiert. Wir haben jetzt am letzten Sonntag beim Confed Cup schon mal getestet, wie das funktioniert. Gucken Sie mal. It's coming, football's coming home. Confederations Cup Endspiel, Deutschland gegen Chile. Mal schauen, ob die großen Jungs genauso gut können wie die kleinen. Das Theatrium kocht schon vor Spannung. Wir werfen einfach mal einen kleinen Blick drauf und gucken, was der Abend so bringt. Deutschland! Es wird in jedem Fall einer gewinnen. Ah, und wer denn? Na, Deutschland. Das war zu aufregend. Ich konnte gar nicht richtig gucken. Wer hat denn das Tor gemacht? Stindl. Und was ein schön, naja, nicht wirklich schön, aber effektiv, oder? Ja. Ja, wie geht's aus? Deutschland gewinnt auf jeden Fall. Egal wie hoch, Hauptsache Sieg. Deutschland.
Ihr Lieben, ich stehe jetzt hier gerade im Brauhaus. Wir haben hier mal richtig, richtig ordentlich zum Feiern. Hier geht die Party richtig ab. Ja, man versteht mich eigentlich fast gar nicht mehr. Aber das ist halt einfach mein Brauhaus. Sie erinnern sich sicher, in einer der letzten Sendungen hat sich Rick seine Haare abschneiden lassen. Für einen guten Zweck, nämlich für krebskranke Kinder. Daraus werden dann Perücken gemacht. Und viele von Ihnen haben nachgefragt, was ist denn nur eigentlich geworden aus den Haaren? Und da hat uns Rick ein kleines Filmchen dagelassen. Gucken Sie mal. Na, blond, schön oder was? Nee, das ist eine Perücke natürlich. Und deswegen sind wir auch hier. Jetzt habe ich kurze Haare und ja, letzte Donnerstag habe ich dann endlich meine Haare gespendet. Das war bei haarvention.nl, das ist eine holländische Firma. Sie haben gesagt, für eine Perücke normalerweise brauchst du 300 bis 400 Gramm. Und ja, wie viel Gramm hast du dann mitgebracht? Und ich hatte so erzählt, naja, 358 Gramm und sie war sehr überrascht, aber es war auch richtig viel, 44 Zentimeter. Sie waren sehr, sehr glücklich damit und ich war glücklich, dass sie glücklich waren. Ich muss sagen, es war etwas, was ich nicht vergessen kann, weil ja, es war so speziell. Auf der Bühne war es unglaublich speziell und auch muss ich sagen, unser Team hat das fantastisch gemacht. TV-Team, unser Creative-Team und ja, alles zusammen unglaublich schön. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass viel mehr Leute das noch machen. Und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Danke, danke schön und vielleicht sehen wir uns. Tschüss! Und wenn Sie wissen wollen, was auf unseren Schiffen alles los ist, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro. Und jetzt kommen wir zu unserem neuen Schiff Aida Perla, frisch getauft, im Mittelmeer unterwegs. Und die Verlockung der Woche geht genau darum. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Ajaccio auf Korsika. Es geht weiter nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und Barcelona und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und genau auf diesem Schiff feiern wir Oktoberfest im September. Können sich jetzt schon mal darauf freuen, kommen viele Gastkünstler, zum Beispiel DJ Ötzi. Und ich habe einen heiden Respekt davor und er hat auch einen heiden Respekt davor, weil er nämlich zum ersten Mal auf ein Schiff geht. Das klingt zumindest so. Gucken Sie mal. Vom 23. bis zum 30. September sehen wir uns auf der Aida Perla und da werden wir uns wirklich eine schöne Zeit machen. Meine lieben Freunde, es ist echt mutig. Also nicht von euch, sondern von mir, weil ich normal kein Schiffsreisender bin. Ich bin jetzt nicht verwandt mit dem Kolumbus. Aber ich werde es mir antun, weil ich freue mich drauf, weil meine Schwiegermutter unbedingt mitfahren will und natürlich auch Lisa und die Sonja. Und dann sehen wir uns vom 23. bis zum 30. auf der Aida Perla. Ciao, ragazzi! Ich sitze hier gerade auf dem Kunstwerk der Woche, hier mitten auf St. Pauli. Für Sie habe ich jetzt die Bilder der Woche, aber das Schönste ist mit dem Song der Woche, nämlich dem Taufsong von Aida Perla. Bitte schön. Say yeah.